zusammen. Heute sind wir wieder unterwegs, der 16. Januar 2020. Abfahrt, wir waren am Rosskopf oben, jetzt fahren wir wieder runter. Richtig schönes Wetter heute, bietet sich natürlich an für eine Ausfahrt. Wir fahren heute allerdings nicht über die Wales, nicht Borderline oder Baden-Bohn, sondern über andere Wege runter. Von hier oben gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten in alle Richtungen abzufahren, also runter vom Berg. Heute haben wir mal eine etwas entspanntere Abfahrtsroute gewählt. Hat zum Teil natürlich auch einen Anspruch, aber es ist nicht überall so trocken wie jetzt auch hier. Das hier ist jetzt mehr die Südwestseite, da ist es doch erstaunlich trocken für die Jahreszeit. Ostseite, da sieht stellenweise ganz anders aus, kann man sich gar nicht vorstellen. An vielen Stellen sind auch die Arbeiter am Holzmachen Forst und da ist der Erde, der Boden ganz schön aufgewühlt. Und wenn dann auch noch die Sonne scheint, wie heute, dann macht es richtig Spaß und ist auch nicht zu kalt. Temperatur ist so zwischen 8 und 10 Grad etwa. Also anziehen muss man sich schon gut, so ist es nicht. Aber in der Sonne angenehm natürlich. Jetzt teilen sich wieder die Wege in verschiedene Richtungen. Also es gibt x Möglichkeiten. Ja, müssen wir mal abwarten, was der Wind da weiterhin macht. Aber solche Tage muss man natürlich nutzen. Es kann auch noch anders werden. Oben vom Rosskopf, wo wir jetzt losgefahren sind, also den Berg runter, da sind so 700 noch was Höhenmeter.
du auch mal ein Biker noch in die Gegend kommt oder jetzt wie hier Wanderer. Hallo, danke. Aber ist ja klar bei dem schönen Wetter. Wieder zwischendrin sind mal so Kuhlen, wo es ein bisschen weich ist, wo das Wasser sich ansammelt. Ich glaube, das hört man sogar im Video. Ganz schön viel Blätter hat, die zum Teil noch auf den kleineren Wegen rumliegen. Kommt jetzt hier übrigens auch ein schöner Abschnitt. Jetzt gibt es so einen kleinen Damm in so einen Hohlweg rein. So ist schon toll bei uns, was wir alles für Wege und Strukturen haben. Sehr abwechslungsreich. Jetzt auch hier wieder schöner Blick auf Freiburg. Sieht man gleich, ja. Sind wir auch gleich unten vom Berg. Der Rest sind dann nur noch so Feldwege. So, das ist jetzt am nächsten Tag. Gehört natürlich etwas Bikepflege auch dazu. Zumindest mal abspülen, das Gröbste. Wieder ein bisschen durchölen und fetten. Das waren jetzt dann so auch insgesamt die Fahrt gestern um die knapp 30 Kilometer etwa. Und von der Akkuleistung, jetzt durch das, dass es kälter ist oder so, haben wir jetzt wirklich noch nichts feststellen können. Also kein Unterschied, dass irgendwie mehr Kapazität gebraucht wurde. Sah alles normal aus bisher. Okay. Also ich bin schon.
Ja, mal schauen, was das Wetter so macht die nächsten Tage. Ist ja jetzt etwas kälter gemeldet, tagsüber auch. Aber wir werden bestimmt wieder unterwegs sein. Wir hoffen auch, dass dieses Video euch wieder gefallen hat. Würden wir uns natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Gruß Karl und Karin.